Hallo Leute, ich bin Anwalt und willkommen zu einer weiteren Folge von Nostalgie Old Games. Was wir jetzt hier haben, das ist das StarCraft. Auch ziemlich, naja, veraltet, aber nicht schlechtes Spiel. Hier kann man mit drei verschiedenen Nation kann man das nicht nennen. Also wir haben Menschen und zweimal Aliens, also wir können drei verschiedene Arten zu spielen. Also da sind jetzt Menschen. Es gibt Zergs, Terraner und jetzt habe ich das dritte vergessen, wie das heißt. Naja. Auf jeden Fall auch so alienmäßige Kreaturen halt. Und dann, komm schon, wir brauchen unbedingt jetzt erstmal die Kaserne. Weil ich habe gerade sozusagen die Zergs eingestellt, unsere Feinde. Zergs sind so, wie soll ich sagen, spinnartig kann man das so nennen. Also spinnartige Aliens, also nicht nur spinnartig, da sind halt auch andere Monster, also Kreaturen, jede Menge. Also für diejenigen, die dieses Spiel nicht kennen, die sind so kreaturenmäßig. Die Torks, oder wie, ich glaube, Torks hießen die. Die anderen Aliens, die sind so menschenartig. Mit, zusammen mit Roboter verbunden, sozusagen. Ich weiß nicht, wie soll ich das erklären. Also auf jeden Fall, das ist irgendwann mal in der Zukunft. Irgendwo im Space, denn wir haben sogenannte FPF, die sind so Aufbau, ja, und da, also Roboter, und da sitzen diese Männchen hier. Es gibt noch einen Teil, einen zweiten Teil, aber ich wollte euch den ersten Teil heute zeigen. Also das hier ist das Gas, zweite. Also es gibt Mineralien und Gas, das müssen wir sammeln. Gas ist für, glaube ich, für Panzer und so weiter, also für Fahrzeuge gedacht. Die Mineralien halt ist das Geld. Ich baue gerade, ich brauche jetzt hier irgendwo einen Schutzbunker, und zwar sofort, weil wenn der Gegner kommt, sind wir ganz schön erledigt. Da ist unser Marinensoldat. Da brauchen wir davon mehr. Ja, die Mineralien, die, das sind so nervig. Also das ist immer nicht genug. Ich brauche jetzt einen Bunker. Wie viel? 100, da. Wir haben jetzt 100, fertig. Ich brauche hier Bunker. Weil ich will meine Marine, die ziemlich viel kosten. Ach ja, die bin ich genau noch die Post. Na super. Nein, dich werde ich jetzt nicht abreißen. Brauche ein Depot, und zwar das hier. Versorgungsdepot. Das erhöht unser Limit. So, hier. Rein da. Das war ein bisschen falsch. Ich hätte sie dort setzen sollen. Von hier aus kommen wir, ne? Ja, mach mal. Von wo kommen die überhaupt? Ich muss mal gucken. Ich glaube, von hier aus kommen die. Deswegen machen wir jetzt nochmal hier einen Bunker setzen, denn entlade ich. Entladen. Alles fertig. So, jetzt komm mal her. Da unten seht ihr nochmal Mineralien. Also. So, bau jetzt schneller. Ich will das hier abbauen. So. Nein. Du, nicht du, raus. Du. Dich brauche ich noch zum Bauen. So, dann bauen wir noch einen.
So, und bauen. Also dafür brauchen wir eine Akademie. Das ist der Flammenwerfer. Und das ist der Sniper. Ghost. Also wir haben hier fünf Plätze frei. Wenn die da kommen, will ich sie hier aufhalten. Die Frage ist, wo kommen die her? Dahinter. Also hier ist doch richtig. Alle raus. Da ist doch der Eingang. Hier ist doch keiner, ne? Aber egal. Hier werden wir schon mal beschützen. So, das haben wir. Jetzt eine Akademie. Ja, das ist die Akademie. Die können wir aufbauen. Und dann bekommen wir Flammenwerfer. Was ziemlich toll ist. Gegen Zergs. Also, die Zergs, die verderben das ganze Boden. Ja, wenn die da aufbauen und dann weiter und weiter und weiter. Also bei ihr, auf, also bei denen auf der Base. Ist alles so verdorben, aber alles lebendig. Ja, ihre Basis besteht aus lauter lebende Gebäuden. Ja. So, ich will jetzt ein paar Flammenwerfer haben. Ich will sie hier reinsetzen, damit sie die Zerg so richtig in den Arsch treten. So, also Gas wird gerade gesammelt. Normalerweise mache ich so, dass ich 5 Sammler habe und 3 Gas-Sammler. Komm schon, Bau. Kann ich dem eigentlich zerstören? Ich würde ihn gerne zerstören. So, kann ich den? Nein, nicht sammeln. Kann ich dem irgendwie zerstören? Also jetzt bauen wir mal hier auf Panzer oder erste halt Fahrzeuge. So, jetzt baue ich mal 2 Flammenwerfer, die hier bitte den Eingang beschützen. Ich würde gerne, wir können den verbessern, und zwar damit hier. Dann haben wir verbessertes Gebäude. Allerdings, ich glaube, wir können zwar fliegen, also das Hauptgebäude kann fliegen. So, wir haben jetzt einen Flammenwerfer da drin. Aber das Verbesserung wird dann bleiben. Also, ich kann euch mal demonstrieren. Also, wir können 4 setzen, okay. Wobei, nein, bleib mal hier stehen. Ich will mal die Zergs zeigen. Du bist mein Opfer. Wir gehen mal bei den Zergs vorbeischauen. Jetzt geht's rund. Wir gehen nirgendwo hin. Also lassen wir uns mal hier gucken. Schauen wir dort hin mal vorbei. Ich werde euch die beste Zargs zeigen. Also für diejenigen, die das Spiel nicht kennen. So, wir haben den ersten Fahrzeug. Wir können das auch verbessern. Dann können wir hier ein Flugfeld bauen. So, was brauchen wir? Ich glaube, wir brauchen das geheime Center. Das ist, also, das ist hier die Haupthafen. Und ich habe, glaube ich, die Base da gefunden, da oben. Die Base des Zergs. Da war, glaube ich, rot irgendwo. Also auf der Map komplett rot. Da muss ich mal schauen, von wo die kommen. Jetzt geht's rund.
Da sind die Sharks. Und das habe ich hier gemeint. Da sind die Sharks. Also, ja. Hydralisken und so weiter. Also die Profis kennen sich mit dem Namen. Mit dem Namen hier aus. Was ist das? Also ja. Okay, wir haben hier noch zwei Fahrzeuge. Was haben wir noch? Das zu bauen. Also ich versuche jetzt hier das Gebäude zu bauen. Also die Zerg sind da unten. Da links von uns. Wir sind rechts da oben, wollte ich sagen. Genau, wir sind links. Wir können das hier auch verbessern, unser Flugfeld. Und das baue ich jetzt automatisch auf. Und wir können hier auch verbessern mit Station, also Komsetstation oder Nuklear. Nuklear ist halt unsere Hauptwaffe, also die beste Waffe halt. Wenn wir hier verbessern, dann haben wir das hier. Wir können hier lernen, haben dann diese Flugzeuge. Also ich kann euch auch die Flugzeuge mal zeigen. Hier können wir auch verbessern. Also es wird uns ziemlich viel Mineralien kosten, aber wir machen dann mehr Schaden und mehr Panzerung an unseren Ja, ne? Nicht genügend wieder rein. Was soll sein? Oh, das war's? Ja, ich will euch mal hier entschieden. Hier. Oh, das war's? Und ich brauche Flugobjekte. Landungsschiff bereit. So, wo bist du? Da. Kann ich bei ihm gehen. Ja, der kann schießen. Auch hier. Haltet euch fest, jetzt geht's rund. Oder was? Wer war das, der schießen kann? Auf jeden Fall, das hier ist der beste Schiff ever aus. So, der macht ganz schön Bums. So. Dann. Wo war eigentlich da? Da war's. Das sind Luftabwehr, so gegen fliegende Gebäuden, Gegner, Gebäuden. Im Transit-Lächte. Alles fest. Hab's vernommen, Sir. Au, au. Ihr seht, die sind heftig. Die Viecher. In Bereitschaft. Deswegen machen wir uns mal eine Verteidigung. Alles fertig. Raumjäger Energie, okay. So, Abwehr haben wir. Was können wir noch bauen? Das haben wir. Jetzt bauen wir das hier auf. Also wir brauchen jedes Gebäude. Heißt, hier können wir noch. Wartet, wo ist das? Da. Wie können wir es hier auch verbessern? Koordinaten übermitteln. Na, wobei. Nee, da mache ich lieber. Ich will den Sniper, ich will ihn hier reinsetzen. Da brauchen wir richtig gute Waffen, Leute. Da brauchen wir richtig gute Waffen. Zusatz fertig. Ja, mein weiterer Panzer. Kann
manche Verbesserung kaufen. Und hier bauen wir, also haben wir weitere Gebäude gebaut. Das, also das ist die Verbesserung. Verbesserung, da muss man auswählen, welche. Verstanden. So, dann. Nicht genügend Mineralien. Komm schon, bring mir Mineralien, da. Können wir dieses Gebäude noch bauen. Der Panzer ist ziemlich cool. Ich glaube, in der Erweiterung und im zweiten Teil auf jeden Fall kann man den als Artillerie machen. Ja, hier. Wenn wir das erlernen, können wir hier auch so hinstellen und der ballert dann sowas von geile Geschosse ab. Ding, ding. Jetzt ist es eine ziemlich geile Artilleriestellung. Also die sind echt nicht ohne. Schade, dass die jetzt mich nicht angreifen. Ich bin ja komplett nicht bereit, die anzugreifen. Ich warte auf ihren Angriff, aber... Ja, komm schon, gib's mir. Alles fertig. Gib mir die Mineralien, ich brauch so einen zweiten Panzer, der ist so geil. Und der auch. Feuer fertig. So. Was ist mit unserer Flugzeuge? Hier ist Verbesserung, also Panzer und so weiter. Panzerverbesserung, wo war mein... Genau da. Sniper ist immer noch nie da. Schade. Ich will nochmal. Also dich habe ich. Nochmal den. So, der Sniper ist immer noch nie bereit. Also diese Gebäude sind halt zur Verbesserung. Also in kompletter Verbesserung halt. Nicht genügend Mineralien. Dich habe ich. Euch habe ich auch alles gebaut. Auf jeden Fall. Eine zweite Kanone stelle ich hier. Jetzt kommt es noch einer. Das ist auch cool. Wie sieht aus? Ich will den hier haben. Sicher, Galabor. Ja. Psychiker Labor. Und das hier ist das, was wir verbessern können. Ich will euch aber den hier zeigen. Dafür brauchen wir Psychiker Labor. Psychiker Labor, da. Dann können wir dem riesen Flugzeug bauen, beziehungsweise Flugobjekt bauen. Der ist so heftig. Mann, oh Mann. Der ist so riesig. Und so cool. Und da sind die Panzer. Kann noch ein paar davon bauen. Wobei, nein, ich will den Riesen und Panda haben. So, beziehungsweise diesen Flugzeug. Benötige weitere Depots. Ach ja. Melde mich zum Dienst. Depots, wohin ohne diese Depots? Los. Ich will euch den mal zeigen und dann will ich euch diese Viecher noch mal zeigen. So, also da, das bleibt jetzt in Verteidigung. Sniper. Geheimdienstzentrum. Ich glaube. Ich glaube, du bist das. Ne, du bist das Nuklear.
Aber wo ist das Geheimdienstzentrum? Wo fertig war? Was fertig? Komm, gib's mir. Raumhafen. Boah, Mann, oh, der ist so groß. Ist ein schwerer Kreuzer. Oh ja. Der ist zwar sau teuer, aber es ist, wenn man alles hier lernt, also so richtig alles. Ja, also richtig heftig. Geheimdienst. Du bist es nicht. Also entweder müssen wir noch ein solches Gebäude bauen mit dem anderen. Lass mich mal kurz schauen. Falsch. Das hier. Noch so ein mit weiterer Verbesserung. Dann nochmal das Verbesserung, anderes Verbesserung draufknallen. Du bist jetzt, was bist du? Psycho-Labor, ne? Wenn wir weitere andere Verbesserungen geklaut, dann kommt der Sniper. Wie gesagt, ich habe lange nicht, also The Ghost. Habe ich nicht. Nicht genügend Mineralien. Ja, ja. Die Mineralien sind immer das Problem. Ich will aber diesen riesen Vogel haben, ey. Komm schon. Zeig's mir, Baby. Ich will dem einfach testen, Leute. Wie gesagt, das Spiel hat mir damals gefallen, es gefällt mir jetzt immer noch. Und ich habe mir überlegt, ob ich da... Komm mal her. Immer mit der Ruhe. Ja. Klar, wir schaffen das nicht alleine, also wir können diese Gun hier, Yamaha Gun, alleine. Wo war das? Diese Yamaha Gun. Dieser Yamaha Gun. Psycholabor. Geheimdienst. Luftfrequenzen offen. Machen gerade ich. Wenn der Yamaha Gun gerade ist, ey. Geballert wie noch mal was. Okay, zurück. Zurück hin. Der ist ziemlich teuer, Mann. Weg. Ich hoffe, der kommt an. Melde mich zum Dienst. So, und wir haben jetzt Ghost. Haben die jetzt mein Schiffchen zerstört, oder was? Arschgeigen! Der war teuer. Na warte. Ich knall euch ab. Vor alle. Du gehst raus. Ich setz mal den. Du. Schön. Klar, ich hab ihn alleine geschickt, aber. Ich wollte euch. Was? Du bist ein Ghost, nicht Terminator. Ja. Klar, die Einheit ist klein. Noch viel zu klein. Komm schon, ein bisschen noch. Auf jeden Fall, Leute, ihr
This is one world. Wonach ich hinaus will. Das wollte ich sagen, verdammt. Oje. Diese Viecher nerven. Ach, sie hatte ich. Hallo. Komm schon. Ja, ich habe sie gar nicht ausgelevelt, ne? Weil Leute, ihr wisst jetzt, was ich zeigen wollte und so weiter. Ja, ich wünsche euch als vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, euer Lone Wolf 3. Ciao.